Mit Kevin. Nee, hallo und willkommen bei Minecraft. Get Down mit Kevin. Den habt ihr ja schon gehört. Auch wenn das niemand will. Auch wenn das niemand will, außer 35% der Befragten. Aber sonst will das niemand. Das Problem ist, für die Zuschauer, wenn das Video kommt, ist die Umfrage schon zu Ende. Wenn wir das aufnehmen, ist das Gesamtergebnis noch nicht draußen. Ich bin tot. Und wenn das draußen ist, wissen die Zuschauer schon, für wen ich gewotet habe. Kevin. Nee, sag ich nicht. Kevin weiß das noch nicht. Weil noch nicht Samstag ist. Weil viele Zuschauer, die es übrigens noch nicht mitbekommen haben, Samstag immer Wochenrückblick. Verpiss dich, so. Weil ich finde, das ist immer gut, wenn man so einmal in der Woche darüber redet, wie die Woche so verlaufen ist. Du hast fast 300 Coins, was ist denn los? Ja, voll schlecht. Oh. Als ob ich Feuer bekomme und dadurch gestorben bin. Ich hätte noch einen Coinblock bekommen. Ich habe nur 422. Geht aber. Wie? Ich? GG. 249. Weg. Oh nee, Ruscher wollte ich schreiben. Ja. Oh, ich bin durch ein Loch gefallen. Ja. Eine Person, die wir hier nicht nennen dürfen, muss die 7. Klasse wiederholen. Warte. Kenn ich die? Ja, die geht in ein Dorf. Sagen wir immer zu den Krüppel. Ja, und danach hinter halt. Das sagst du mir gleich nochmal nach der Aufnahme. Okay. Also wenn ich zuschaue, wenn es die Person ist, dann kriege ich Lachflash, Trauer, alles. Gut, erstmal. Du hast eine 6 geschrieben, habe ich gehört. Ja. Geht gar nicht. Du musst dich mehr anstrengen. Halt, stopp! Wir standen da so und sagten, weil eine Lehrerin, die hat meinen Bruder ausgemeckert. Weil wir uns immer aus Spaß hinschubsen und Taschen wegschieben und so. Und als sie sagte dann, ihr hört jetzt damit auf und hat ihn voll ausgemeckert. Und seitdem mag er die Lehrerin nicht. Sie ist Schalke-Fan, ist verständlich. Und dann, eiskalt, wird unser lieber Kevin geholt. Und wir dann alle so, ja, locker, weil er bei uns steht. Locker wegen dir. War unsere Schätzung. Dass sie dich ansprechen will, dass du nicht hier stehen sollst, dass wir schlechter Umgang sind. Aber die Sache ist, ich weiß ja, dass ich schlechter Umgang bin. Aber für die Zuschauer, ich glaube, wenn das Video kommt, ist mein Schulverweis schon abgelaufen. Für mich, diesen Monat läuft mein Schulverweis ab. Das heißt, ich kann bald wieder scheiße bauen. Nein! Nee, aber ich bin ja Klassensprecher. Ich muss ein Vorbild sein. Ich bin auch stellvertretender Klassensprecher. Also musst du auch ein Vorbild sein eigentlich. Nö. Nicht du. Unsere Klasse ist behindert. Ja, deswegen. Wie soll man da ein Vorbild sein? Das ist nicht schwer, ein Vorbild zu sein. Du darfst nur 2 Anzeigen in der Woche kriegen, dann bist du schon ein Vorbild. Weil du dann der netteste Schüler der Klasse bist. So ungefähr. 7. Jahrgang unserer Schule in 3 Worten. Asoziale Dreckskinder. Sind 3 Worte und es stimmt einfach bei eigentlich allen. Schade. Ich bin zweimal auf so ein hässliches Ding gekommen, auf so einen hässlichen Schwamm. Ich hab 2 Schaden bekommen. Ist das nicht krass? Hast du überhaupt schon eine der riesigen Runden gewonnen? Schweres Ding. Nein, gerade bin ich nicht so gut. Hoffentlich wird's in der 2. Runde besser. Bei Gettern sind ja immer 2 Runden eine Folge. Das weiß ja Kevin. Kevin guckt aktiv meine Videos, das wissen wir ja alle. Ja, ich hab fast Diarus. Okay. Das freut mich aber. Ich mach mir jetzt auch immer schon Full D. Ich hab mal mit Full Iron angefangen. Oh nee, sag ich mal mit Leder. Ist aber wirklich so. Hatte ich auch. Am Anfang habe ich immer nur Full Iron geschafft.
Da ist mein Zwischenrundensieg, den du erwartet hast, Kevin. Na, ja, ich hätte den Sprung sowieso nicht geschafft. Das freut dich jetzt so, oder? Ja, dann mache ich mir halt das für I win, wenn cool. Dir das so lieb ist. Du kannst dir beides machen. Steinschwert und noch ein extra Leben. Habe ich ein extra Leben mit ihm? Oh nee, ich habe nicht genug. Das wird kritisch. Dann hole ich mir noch 2 Golden Apple und ja, ich kann mir nichts mehr Normales zu essen holen. Ich hoffe, ich krieg was, wenn ich einen töte. Verbrennung und 3 noch. Ja, Timmy hat den letzten Feueraspekt. 2 auf sein dreckiges Schwert. Habe ich auch. Habe ich eigentlich jede Runde. Nur wie viele Coins hattest du? Ich hatte diese Runde sehr wenig. Und dadurch habe ich einen normalen Bogen, halt Unendlichkeit und ein nicht OP, aber ein vernünftiges Schwert. Also eigentlich war diese Runde nicht so gut. Wurdet ihr heute auch belehrt, dass man nicht mit Schnee werfen darf und so? Ja, aber sie hat nicht gesagt treten. Oder schießen. Wir wurden auch belehrt. Ich fand das voll... Also, Frau Mikolajczyk hat uns belehrt. Für die Zuschauer, der Name kann... Man darf ja Nachnamen sagen, aber nicht mit Vornamen. Also... Ich kenne ihren Vornamen auch gar nicht. Polen. Das reicht als Polen. Argument. Polen Mikolajczyk. Ah, sorry. Offiziell. Nee, die Lehrer des Geistes wegen. Da mache ich mir auch nicht die Mühe, den Namen zu zensieren. Einfach wegen der Lehrerin. Ich habe einmal mit der gesprochen und das hat mir gereicht. Der hat einen Bogen, der zieht mir ein Herz. Das ist schlimm. Mich verfolgt ein Full Leder, Alter. Och, ist das. Oh. Keppel, noch, ich bin tot. Oh, nächster Kill. Wie viele Kills hast du jetzt schon? 2. Das heißt, mein Rundenziel war, als ich Get Down immer aktiv gebracht habe, war mein Rundenziel immer 2 Kills pro Runde. Scheiße. Weil ich mich dann ja verbessere. Okay, der hat eben Kill gemacht. Warte, der hat Fool. Der hat eben Kill gemacht. Der soll da mal in Kampf gehen, Goldapfel snaggen und jetzt rauf. 3, 1. Hättest du abgestaubt? Ja! Hast du abgestaubt? Ja, ist meiner. Okay. Dadurch hatte der... Okay, der zieht mich. Oh nein, easy. Ich hab nie an mir gezweifelt. Das weiß ja jeder, dass ich nie an mir zweifle. Okay, du hast 6,5 Herzen. Betrug! Ja, okay, das war's. Ja, schade. Der hat mich auch gezogen. GG. Ab. Stauber. Dann war's mit der Runde, wir sehen uns nächste Runde. Bis gleich. Kommst morgen später rein. Und da sind wir wieder. Nee, kann ich nicht. Mein Zug. Und da sind wir bei Runde 2. Wir haben kurz gewartet, kurz geredet. Ja. Die Maps mag ich. Ja, verpiss dich. Och, so ein Hurensohn. Mané. Pack mich ab. Mané ist ein Fußballspieler aus England. Alles gut, Kevin. So ein dreckiger Messgeburt. Wow, mein erster Coinblock. Ich habe erst 2, was mich gerade traurig macht, obwohl ich die Map eigentlich mag. Oh, okay, das war gut. Ganz kurz für die Zuschauer. Ich habe als Hausaufgabe aufbekommen, den Abstand der Steckdose zu meiner Wand zu messen. Ich melde mich so bei der Lehrerin. Ich so, ja, ich habe welche Steckdosen? Von Verteiler oder die in der Wand drin sind? Sie dann so, ja, Verteiler wäre ja zu einfach. Die in der Wand drin sind natürlich. Ich dann so, die sind hinter Schrank. Ich müsste dann 3 Schränke und ein Regal leer räumen. Sie dann so, ja, du kommst doch wohl hinter deinen Schrank. Ob du den wegschieben musst oder nicht, ist doch egal. Kennt ihr das, wenn eure Lehrer so sagen, ja, räumt mal euer ganzes Zimmer um. Ich will wissen den Abstand von eurer Steckdose zur Wand. Voll die Stalkerin. Ja, wirklich so. Deswegen, und dann dachte ich mir so in Wochen, ja komm, schreibe ich einfach irgendwas auf. Also für Zuschauer, mein Zimmer ist 5 Quadratkilometer groß. Der Abstand der Steckdose zur Wand sind 999 Kilometer. Kennt ihr das nicht? 990 Kilometer. Immer doch, oder? Und meine Tür ist 1,50 Meter
muss ja durchpassen. Habe ich so. Ich saß dann so in der Wochenarbeit. Wie groß könnte denn meine Tür sein? Ach, ich muss durchpassen. 1,50. Und dann habe ich, bin ich zu jemand aus meiner Klasse gegangen und sagte, sag eine Einheit. Zentimeter, Dezimeter, Millimeter, kannst aussuchen. Und er hat sich für Meter entschieden. Hätte er Millimeter gesagt, wenn meine Tür auf den Arbeitsplatz 1,5 Millimeter. Ein Hund im Hintergrund. Ja. Ein aggressiver Hund. Ich habe keinen Hund. Ich kenne aber welche aus meiner alten Klasse, die haben Katze gegessen. Das waren Chinesen. Original Chinesen aus China. Und jetzt für die Zuschauer ohne Scherz, die haben wirklich Katze gegessen. Was, bist du besser als ich? Ja, ich bin nur bei 600. Aber ja, das für mich ist, aber für mich ist das gut. Ich habe nur 800, das ist für mich in Ordnung. Und jetzt muss ich 400 machen, das ist mein Problem, aber Giftzelle ist auch eine Map, die ich eigentlich mag. Okay. Erster Coinblock auf dieser Map. Und dann werde ich runtergeschlagen von hinten. Am liebsten würde ich jetzt am Spawn bloß campen, so damit ich meine Diarisse und mein Eisenschwert habe, aber ich bin mal nicht so, ne? Jo. Ich glaube, bei mir läuft gerade. Ja? Kriegst wahrscheinlich noch zusammen? 1100, okay. Deswegen. Nee, noch reicht es nicht. Wie viel brauchst du denn? 1200. Ich glaube, 1250 brauche ich immer circa. 50 mehr. Ich gehe lieber auf safe. 1285. Schön. 1405. Der am zweitmeisten. Das ist in Ordnung. 600. Das war Wash. Green. Einer deiner Freunde, Kevin. Der heißt Green. Hä? In den Links hatte ich doch gerade. Was denn? In den Ding stand, damit ich 600 hab, ne? Ha. Aber ich hatte bloß 500. Nein. Oh. Fehler der Matrix. Wenigstens habe ich jetzt Full Gear und hab ein Steinschwert und da brauche ich Unendlichkeit, das ist. Flame wäre schön. Das ist genau, ja, doch, damit kann ich leben. Was? Flame und Unendlichkeit. Die führt noch Stärke. Nö. Ah, nee, reicht ja nicht. Doch, Stärke habe ich ja auch drauf. Achso. Flame Unendlichkeit Stärke. Ich gucke noch, ob ich Schlag krieg. Was für Stärke? 4. Geht ja noch, ne? Besser geht ja die Stärke nicht. Genau, wie ich habe auch nur Schärfe 4. Besser geht's ja nicht. Schärfe 4 und Fire Aspect? Ja. Kriegt man meistens immer Fire Aspect? Du kannst unendlich oft gucken. Du brauchst nur genug Level. Du kannst so oft gucken, wie du willst. Immer wenn du neu reinliegst, siehst du die Verzauberung, die neuen. Okay, ah, gehe ich jetzt nur auf OP-Schwert. Ohne Rüstung. Okay, hier ist einer, der nur ein Diohornig hat. Bei mir ist einer, der hat Full Leder. Den kill ich jetzt erstmal, ja. Hab ich? Schön, okay. Ja, der hat Äpfel gehabt. Was zu fressen. Von wo? Was? Da schießt der andere Green auf mich. Soll ich hier irgendwo mitfighten, Flo? Ich dachte eben, als ob der mich kriegen könnte. Wow, 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 krass, krass, krass. Hi Flo, ich bin hinter dir. Ich muss tun, als ob ich auf dich schieße. Kevin, lauf! Sonst treffe ich dich noch. Genau, schön. So habe ich ein bisschen getan, als ob ich auf dich schieße. Du musst laufen, Kevin. Wir dürfen nicht beieinander sein, ich schieße auf dich. Okay, gut. Stärke 4, Flame 1 und Endlichkeit. Und ich habe 3 Dings. Dings, nur what? Hier. Okay, gut. Also habe ich hier. Also ich bin jetzt schon mal gut equipped. Vielleicht komme ich ja auch mal ins Finale. Habe ich meine Bow Skills.
Bringt das eigentlich, eine Angel zu verzaubern hier? Verzaubern nicht, aber eine Angel zu besitzen ist gut. What combos? Nein, Angel ist wie ein Enterhaken in Ender Games. Ah. Geh weg, Kevin, geh weg. Du darfst mich nicht verfolgen. Sonst muss ich dich killen. Kevin, geh kurz weg. Ich schieß schon mal auf dich. Ja gut, wir müssen jetzt kämpfen. Wir sind Finale. Also ich werde verlieren, weil ich schlechteres Schwert habe. Aber das was ist... was hast du für eins? Schärfe 4 Verbrennung. Ja, und was hast du für noch eins vorbekommen? Noch, du hast ja noch eins bekommen. Was ja, ist das für eins? Das ist das gute Schwert. Ja, und von dem anderen Grad? Da habe ich nicht geguckt. Ich habe doch schon das beste Schwert. Darf ich vielleicht noch mal kurz hinrennen? Ich habe alles nicht. Wir dürfen nicht Sachen teilen. Ich darf dich leider nicht rauslassen. Eigentlich. Aber ich werde durch meine Rüstung gewinnen. Hm. Ja. GG. Ein Sieg geholt. Einmal 2 Kills. 3 Kills gemacht. Das reicht. Er schreibt PG. Nee, okay. Dann war's mit der Folge. Haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.